Steffi ist da, schon das ganze Wochenende und du musst ganz, 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 ganz viel arbeiten. Genau, ich muss ein bisschen arbeiten am Wochenende, aber ich bin auch sehr gerne bei euch. Ja, ich freue mich auch, dass du den Weg, was heißt Weg, gefunden. Du kennst wahrscheinlich, kennst du den Plan auswendig, was wo ist? Nee, leider nicht. Ich habe einen ganz, ganz schlechten Orientierungssinn, habe auch wirklich eine Weile gebraucht, mich zurechtzufinden, aber jetzt mittlerweile am Sonntag bin ich dann doch tatsächlich schon, dass ich mich nicht mehr verlaufe in der Halle und weiß, wo ich hin muss, wenn ich was suche. Ja. Und ist dieses Wochenende irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder war alles im Griff? Egal ob positiv oder negativ, musst du ja nicht sagen, aber... Eigentlich ist was ganz, ganz Tolles passiert. Es war eine ganz schöne Convention. Bis jetzt wirklich eine sehr entspannte Convention mit glücklichen Leuten. Das ist so für mich als Veranstalterin natürlich erstmal das erste Schöne, das erste Positive, was ich mitnehme, dass alle zufrieden sind, dass alle glücklich sind, dass die Location gut angenommen wird, dass unsere Idee auch gut angenommen wird, die wir hier umsetzen. Ja, und es gibt natürlich immer hier und da noch ein bisschen was zu verbessern. Das liegt aber auch an der neuen Location, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr, sehr glücklich und ich freue mich einfach, dass alles gut geklappt hat. Du machst das schon seit 11 Jahren, sagst du gerade, ne? Genau. Krass. Seit 11 Jahren mache ich in Dresden die Convention, seit 12 Jahren in Leipzig. Also ich bin schon eine Weile im Business sozusagen. Ja, aber bin halt auch sehr, sehr glücklich. Also es ist wirklich ein toller Job mit tollen Leuten und es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn, also das war das erste Mal jetzt hier in der Messehalle, richtig? Genau, wir sind gewechselt. Wir hatten letztes Jahr eine kleinere Location gehabt, hatten da ein bisschen Platzprobleme gehabt und haben gesagt, okay, um es für die Aussteller schöner zu machen, um auch für die Besucher eine schönere Atmosphäre zu schaffen, ziehen wir um in die Messehalle und sind mit der Entscheidung jetzt im Nachhinein auch sehr, sehr glücklich. Was musstet ihr da so beachten an der Orga? Was hat sich da geändert? Es wird natürlich immer mehr Messebusiness. Es ist nicht mehr diese... Früher hatten Tattoo Conventions eine große Unbeschwertheit. Es war alles so ein bisschen Understatement, so ein bisschen individueller, noch ein bisschen entspannter. Also man merkt halt natürlich, es wird immer mehr Ämter, die sich einschalten, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Du musst halt natürlich Fluchtwege beachten. Du musst viel, viel mehr in der Orga machen. Was früher ein bisschen entspannter war, was jetzt natürlich eine große Herausforderung für uns ist, aber es ist auch ein Ansporn zu sagen, okay, es geht halt immer noch einen Schritt höher. Hast du denn Eventmanagement auch gelernt oder studiert oder wie bist du da reingeraten, sag ich mal? Nein, gar nicht. Ich bin eigentlich durch einen ganz großen Zufall reingeraten. Ich habe meinen damaligen Freund kennengelernt, der kam aus diesem Bereich, hatte Messebau gemacht und hat gesagt, okay, wir machen eine Tattoo Convention. Und so fing es an. Ich bin eigentlich gelernte Erzieherin, komme eigentlich aus einem ganz, ganz anderen Bereich und habe mir das alles angenommen. Also habe wirklich so über die Jahre alles gelernt, mir das aufgebaut. Mache es vielleicht auch nicht immer alles 100% richtig, aber habe halt unwahrscheinlich viel Spaß daran. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, als du Erzieherin gesagt hattest. Ja. Hast du wahrscheinlich gesehen, weil ich mir so vorstelle, man ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Mami von dem Ganzen. Ja, genau. Es ist halt natürlich unwahrscheinlich schön, weil es halt wie eine Familie geworden ist. Ne? Also ganz, ganz viele Aussteller begleiten uns wirklich seit 11 Jahren. Die sind von Anfang an mit dabei, haben zum Teil meine Schwangerschaft mitbekommen, vom dicken Babybauch bis zum Kinderwagen, den ich dann das Jahr da drauf geschoben habe. Jetzt läuft mein Sohn mit fast 11 Jahren hier rum und ist natürlich der große Checker. Und es ist halt unwahrscheinlich schön, weil du es halt, die Leute haben so Anteil an deinem Leben und ich wiederum an ihrem Leben. Und es ist total schön. Ich freue mich jedes Jahr, wenn halt die Zeit dran ist, wenn wir uns alle wiedersehen. Es ist halt total cool, weil es halt echt ein cooles Business ist. Ja. Ne? Und kümmere mich halt auch unwahrscheinlich gerne um meine Kunden und um die Tätowierer. Und ich glaube, das kommt dann halt natürlich auch so zum Teil wieder zurück, dass sie halt auch sehr gerne zu uns kommen, dass sie uns halt gerne besuchen, sehr zufrieden sind. Und es ist ein schönes Miteinander. Ist das denn Ganzjahresjobs? Also musst du dich das ganze Jahr darum kümmern, dass es hier läuft und schon jetzt quasi direkt nach der Convention wieder anfangen werden? Genau, also vor der Convention ist nach der Convention ist vor der Convention. Ich habe jetzt schon die ersten Termine für 2019, wo ich in die Orga gehe, wo ich halt schon Gespräche gehe, wo ich die Sachen organisieren, planen und umsetzen muss. Und ich bin eigentlich wirklich das ganze Jahr damit beschäftigt. Also es gibt natürlich immer Monate, in denen ich ein bisschen weniger zu tun habe, aber ansonsten bin ich wirklich für diesen Bereich ein ganzes Jahr zuständig und plane und mache und tue und habe da auch gut zu tun, damit dann halt auch alles steht. Ja, klar. Hast du denn auch Zeit, andere Conventions zu besuchen? Selten. Bekomme natürlich viele Einladungen, weil die Szene halt natürlich intern auch gut funktioniert. Besuche dann auch tatsächlich halt mal andere Freunde auf Conventions, aber es ist halt relativ selten. Also ich muss halt auch dazu sagen, es ist halt ein Business, es ist unwahrscheinlich anstrengend
Und du freust dich, also ich freue mich dann halt auch ganz, ganz oft, wenn ich dann einfach mal ein bisschen entspannen kann, runterfahre und sage, okay, ich fahre nicht jedes Wochenende auf eine Tattoo-Convention. Es gibt Leute, die sagen, ey, geil, jedes Wochenende Party on. Und ich habe natürlich so, dass ich sage, ey, für mich ist es halt auch wirklich anstrengend, aber ich freue mich auch unwahrscheinlich doll. Es ist halt immer so ein bisschen wochenendabhängig. Wenn du dich selber tätowieren lässt, gehst du dann ganz chillig in den Laden oder machst du es auch irgendwie auf Conventions zwischendurch? Tatsächlich lasse ich mich lieber im Laden tätowieren. Das liegt aber einfach daran, dass ich die entspanntere Atmosphäre mag, dass ich natürlich total es mag, jemanden zu haben in einem Raum, wo ich weiß, okay, wir können halt entspannt miteinander reden, es ist nicht so viel drumherum, nutze aber auch auf Conventions die Chance, weil man natürlich, gerade es ist ja der Reiz einer Convention, du hast Tätowierer, die nicht aus deiner Stadt sind. Also ich komme aus Berlin ursprünglich, das heißt, ich habe dort unwahrscheinlich tolle Tätowierer, aber es gibt natürlich auch Tätowierer, die ich halt nur auf einer Convention antreffe, weil sie aus Amerika, aus Spanien etc. pp. Kommen. Und dann ist es natürlich so, dass man sagt, ach scheißegal, komm, ey, mitgenommen, Hauptsache ein Bild von dem und ja. Hast du denn schon einen nächsten Tattoo-Plan, was du haben willst? Im Moment habe ich eigentlich keine wirkliche Idee, das ist sehr, sehr selten bei mir. Aber mal gucken, der Sommer kommt ja bald und meistens ist er dann so, dass man doch sagt, ach, und da könnte ich nochmal und da könnte ich nochmal. Also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Baustellen, an denen ich arbeiten möchte und ja, mal sehen. Ist sonst was Bestimmtes, worauf du dich dieses Jahr freust, außer natürlich auf die wieder nächste Convention und das nächste Tattoo? Ich freue mich dieses Jahr, also eigentlich bin ich so ein Mensch, der sich über jeden Tag freut. Ich freue mich jeden Tag aufzustehen, gesund zu sein, glücklich zu sein. Bin da auch sehr, sehr dankbar, bin über meinen Job auch unwahrscheinlich dankbar, weil er mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, und genieße es einfach. Also ich feiere, glaube ich, so nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, ich habe dieses Jahr den und den Plan oder ich möchte das und das. Ich freue mich halt auch nach so einem Wochenende, dass unser Konzept unwahrscheinlich gut angenommen wird, dass die Leute es gut finden, was wir hier machen, unabhängig von der Tattoo-Convention drumherum. Und das ist für mich so, das kann ich mitnehmen fürs ganze Jahr, da kann ich unwahrscheinlich viel Kraft draus schöpfen. Sehr schön. Das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass wir hier sein dürfen. Und ich würde dich gerne noch knuddeln, wenn ich darf. Danke.